Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nick frei zockt, Landwirtschaftssimulator 15. Ziemlich spontan kam ich jetzt mal wieder dazu, hier die Aufnahmetaste zu drücken, was mich ehrlich gesagt freut. Ich habe es auch deshalb gemacht, weil ich dummerweise irgendwie The Crew anpassen muss an die Upload-Zeiten von dem guten Zwergtube. Ich habe das ein bisschen verbockt, ja, also ich habe bisher... weiß nicht, wie soll ich das sagen? Alle zwei Tage freigeschaltet, aber Zwergtube hat einen Uploadplan zusammen mit Maki Maki ausgearbeitet. Und deshalb kann ich heute auch kein The Crew zeigen, weil ich habe das gestern schon gezeigt. Und deshalb kann ich auch morgen kein The Crew zeigen, weil es erst übermorgen wieder kommt. Und jetzt habe ich irgendwas gebraucht, was diese Lücke füllt. Und da hat es sich eigentlich ganz gut ergeben, dass ich mir gesagt habe, drücken wir auch mal schnell die Aufnahmetaste hier beim Landwirtschaftssimulator, um das auch mal wieder zum Laufen zu bringen. Ich habe kurz überlegt, ob ich GameStocker, mein Kartrennen, was ich noch fahren wollte, privat, einfach aufnehmen und das als Lückenfüller bringen. Aber es wäre unfair, irgendwie ein neues Spiel, ein neues Projekt einfach jetzt zu starten, wenn ich eigentlich Projekte habe, die ich mal weitermachen müsste. Also wie das hier zum Beispiel. So. Wir beobachten das Ganze mal, was der hier treibt. Der sieht hier, glaube ich, direkt Saat Gerste. Das ist Gerste, ne? Genau, das ist Gerste. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich habe das Spiel lange nicht angehabt. Ich weiß gar nicht, wo wir da waren, bevor ich krank wurde und Pause und überhaupt alles. Und jetzt hat er sich hier festgefahren. Das ist Blöder. So. Weiter geht's. Ich bin immer noch böse mit mir am Kämpfen. Ich habe da was entdeckt, wo ich sage, das könnte vielleicht ganz interessant sein. Ich glaube, das spielt aber auch schon wieder halb YouTube. Also ich meine, von daher glaube ich nicht, dass ich da jetzt unbedingt noch mit anfangen sollte. Ich bin damit noch am Kämpfen. Ich überlege noch. Ist ein ganz nettes Spiel, aber es kommt ja auch die Tage noch City Skylines. Und ich habe noch das schöne, wie heißt es noch gleich, Bergbauindustrie hier rumliegen, wo wir die Mission weiterspielen wollten. Und ich habe noch, ich habe eigentlich noch viel zu viel. Es gibt nette Spiele. Das Problem ist nur, die sind alle noch nicht fertig. Early Access und so, ne? Der Early Access Wahn ergreift wieder um sich. So, den können wir mal... Baum, Baum, Baum. Können wir mal wegfahren. Ich glaube, hier haben wir schon was gepflanzt. Wo haben wir noch was gepflanzt? Wo müssen wir noch was pflanzen? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal auf die Karte. So, falsche Taste. Da haben wir sie. Oh, wir haben noch unheimlich viel Weizen hier rumliegen. Da können wir auch mal ein bisschen was verkaufen demnächst. So, Wachstum. Also, das ist im Wachstum, das ist gesät. Ne, das ist erntereif. Harz, das haben wir doch gerade gesät. Zuckerrüben. Bin ich jetzt blöd? Das ist doch Gerste. Ne, das ist Gerste. Die haben wir gerade eben gesät. Wieso steht da das Erntereif? Ne, das ist ganz früh in der Wachstumsphase. Frühwachstumsphase, kurz vor Ende der Wachstumsphase. Das hier ist bald erntereif. Und das hier auch, wenn ich das richtig sehe. Also sind wir eigentlich durch. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Da können wir noch ein bisschen Geld verdienen demnächst. Den brauchen wir noch nicht. Der steht hier in der Landschaft rum und den wollten wir eigentlich gerade zurückfahren. So, jetzt haben wir es wieder. Alles mal wieder schnell sortiert. Den Phil wollte ich anschreiben, ob er kurz Zeit hat, für mal flott eine gemeinsame Folge aufzunehmen. Dummerweise habe ich ihn gerade nicht erreicht, als ich dann hier mal Zeit hatte, das aufzunehmen jetzt. Und aufgrund dieser Tatsache ist es heute mal wieder eine Singleplayer-Folge, die ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr anstrebe hier. Ich will eigentlich alles nur noch Multiplayer machen im Landwirtschaftssimulator, weil es einfach viel mehr Spaß macht, wenn man mit anderen zusammenspielt. Aber unter Zeitdruck stehend, wie ich momentan unterwegs bin, bleibt mir nichts anderes übrig, als mal hurtig hier allein die Aufnahmetaste zu drücken. Ich hoffe, mir ist keiner böse. Soll ja auch weitergehen. Und ich brauche was für den Slot.
Gut, dann haben wir den hier. Den parke ich mal da. Schafft er das, da rückwärts hochzufahren? Falsche Richtung. Ich habe ja auch noch Eurodruck Simulator, fällt mir ein. Den muss ich auch mal wieder spielen. Oh Gott. Ich habe so viele Sachen, die ich spielen muss. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe zu viel Neues angefangen. Und zu viel andere Sachen nicht beendet. Und dann hat man solche Probleme, die ich gerade habe. So. Ich bin jetzt gerade mit mir selbst am Kämpfen, so ein bisschen. Was brauchen wir denn alles? Wir brauchen dieses komisches Mähfahrzeug, Werkzeug da. So, das hier mal wegwerfen. Und dann rumdrehen. So, das Ding hier brauchen wir. Führt kein Weg dran vorbei. Gott, das ist aber auch hier ein Gegurke, was ich mache in dieser Halle. Und mal gegen die Wand gefahren. Komme mir schon vor wie bei The Crew. The Crew. The Crew. The Crew. Kann ich es noch dämlicher aussprechen? The Crew. Nee, Quatsch. Okay, wir bleiben ernst. Also, das Ding wollen wir mit dem komischen Gestell hier abmähen. Dazu brauchen wir natürlich noch einen Anhänger. Den habe ich jetzt dummerweise vergessen. Deshalb fahre ich jetzt nochmal hier rum und hole mir hier den Anhänger. So, voll der Drift. Wir gehen auf die Bremse. Alle Räder rutschen. Ich habe übrigens ein neues Format geplant. Ich bin mal gespannt, wann das auf Sendung geht. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Könnte auch interessante Dinge hervorbringen, dieses neue Format. Mal gucken, ob das was wird. So. Halt. Stehen bleiben. Das war, glaube ich, der falsche Knopf. Nee, ist er nicht. Wachstum schnell, hört sich gut an. Wir gehen zurück und beschleunigen die Zeit. In der Hoffnung, dass es ganz schnell hier was zum Ernten gibt. Er richtet sich schon aus, der Arm. Und jetzt heißt es warten. Warten darauf, dass wir hier die nächste Wachstumsstufe erreichen. Und dann wieder anfangen können, ein bisschen rumzuernten. So ganz übel rumernten, so komplett rumernten hier, so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das Ernten nicht machen soll, wenn wir wieder zu zweit sind. Weil da oben ist ja noch ein Feld mit Weizen, glaube ich. Das muss ja auch noch geerntet werden, am besten zeitgleich. Da bin ich noch so ein bisschen am Grübeln. Vor allem hoffe ich aber, dass das mit dem Fahrsilos unten im Biomassekraftwerk oder in der Biogasanlage, dass das klappt. Denn in meinem privaten Spielstand hat das böse rumgebackt und rumgezickt. Da habe ich das nicht wirklich hingekriegt. Da blieb da irgendwie so ein kleiner Restwert im Silo und da konnte ich nichts Neues dazu kippen. Aber den Restwert konnte ich auch nicht mit der Schaufel aufnehmen. Das war irgendwie ganz blöd. Da habe ich mir ein Silo zerschossen. Da wollte ich ins andere Silo, es geht los, wollte ich ins andere Silo was reinkippen und das hat sich dann sozusagen, also es ist dann sozusagen über den Boden verschwunden. Ich habe mir dann damit dem Editieren von Savegame-Dateien beholfen. Was natürlich nicht Sinn und Zweck der Geschichte ist. Ich hoffe, dass wir das hier im Let's Play nicht haben, das Problem. So, der nimmt auf. Der nimmt auf. Sehr schön. Machen wir mal Mais-Silage. Gar nicht mal so wenig.
Wobei ich festgestellt habe, dass Gras um einiges mehr bringt. Gefühlt. Wenn ich jetzt einen Rasenmäher vorne dran hätten, würde über eine Wiese fahren, hätten wir wahrscheinlich schon ein bisschen mehr an Bord. Und der Landwirtschaftssimulator 15, der unterscheidet im Gegensatz zum Landwirtschaftssimulator 2013 war es, glaube ich, nicht zwischen Gras und Maissilage, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Da war irgendwas, was anders war. So, ich versuche hier verzweifelt irgendwie rumzukommen. Oh. Ja, haben wir clever gemacht jetzt. Das will nicht ganz so, wie ich will. Gucken wir mal, was wir da noch hinkriegen. Ich habe auch vor, demnächst mal wieder einen Livestream zu machen. Dann auch mit Ankündigungen, nicht ganz so unvorbereitet wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal wollte ich ja mal ein bisschen Fußballmanager testen, hatte ich ja mal Bock drauf. Ich habe gedacht, Fußballmanager-Livestream wäre bestimmt lustig, aber das funktioniert ja überhaupt nicht. Also Fußballmanager mit dem Streaming-Programm, was ich habe, ist ein Fiasko. Mehr sage ich dazu nicht. Hat nicht funktionieren wollen. Dann haben wir es bleiben lassen. Ob man Landwirtschaftssimulator streamen kann, halte ich auch noch so für so ein bisschen fragwürdig, so wegen der Grafikqualität. Was mache ich denn hier für eine Aktion schon wieder? Das ist ja... Aber ich lasse mir da noch was einfallen. Vielleicht können wir mal so Crews streamen, weil da sind wir, glaube ich, bald durch die Story durch. Und da geht es ja im Prinzip nochmal von vorne los. Also sprich, alle möglichen Missionen fahren, um eben Platin-Teile zu kriegen, um die Autos richtig heftig aufzuwerten. Und dann kann man da PvP-Missionen und so weiter fahren. Und da hätte ich vielleicht mal Bock drauf, das als Livestream zu machen. Elite Dangerous habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Gebe ich offen zu. Weil ich einfach nicht dazu komme. Ich habe einfach so viel zu tun. Ich habe da im Netzwerk ein paar Aufgaben übernommen. Und diese Aufgaben, die sind sehr zeitintensiv. Zumindest zur Zeit. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann noch entwickeln wird. Und deshalb tue ich mir da gerade ein bisschen schwer. Was die Aufnahmen, Livestreams und so weiter angeht. Ich weiß, ich glaube ZwergTube ist es, der zurzeit unheimlich viel Gas gibt, was Livestreaming und so weiter angeht. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, der hat gerade Semesterferien oder so irgendwas. Ah, ich wollte auch noch was mit dem besprechen, fällt mir gerade ein. Schwupps, war er vorhin wieder weg aus dem TS. Naja, muss ich ihn später nochmal anschreiben. Vielleicht nach seinem Livestream. Ich glaube, der streamt gerade. Ich bin auch heute Abend schon verplant. Nee, gerade kann er nicht streamen. Also heute Abend streamt er garantiert. Also nicht heute Abend, sondern gestern Abend. Also in dem Moment, wo ich hier aufnehme, an dem Abend. Gott, ich vergesse immer, das ist ja hier kein Livestream. Also das heißt, wenn ich sage heute Abend, dann denkt ihr heute Abend. Und das ist für mich aber morgen. Ach, das ist blöd. Das ist dieses in der Vergangenheit aufnehmen und in der Zukunft zeigen. Also muss ich eigentlich reden, als hätten wir schon Mittwochmittag. Ist irgendwie komisch. Ist ja auch egal. Aschermittwoch ist heute. Rum ist es, die Fasnacht, endlich. Ich bin überhaupt kein Fasnachter, komme aus einer Fasnachtsgegend und habe irgendwie die Schnauze voll von Fasnacht. Habe in jungen Jahren selbst am Umzug teilgenommen. Vermutlich habe ich mir da die Kante gegeben, was Fasching angeht und habe seitdem keinen Bock mehr auf Fasching. Vielleicht kommt es irgendwann wieder, ich weiß ja auch nicht. Habt ihr denn Fasching gefeiert? Also kommt jemand von euch aus Köln, Mainz, Freiburg, das sind ja alles so die Faschingshochburgen und hat kräftig gefeiert und weiß nicht mehr, was alles passiert ist, weil er sich total ins Delirium gefeiert hat. Wenn ja, schreibt mal in die Kommentare, wie war's denn? Man hat ja so ein bisschen gehört, so Terrordrohung und so weiter gegen die Umzüge.
Hat man da bei euch was gemerkt von oder nicht? Braunschweig haben sie, glaube ich, einen Umzug abgesagt, ne? Weil eine Drohung bestand. Unglaublich. Nicht mal mehr Fasnacht kann man feiern, ja? Überall wird man bedroht. Manchmal glaube ich ja, es ist so ein bisschen Panikmache mit dabei, dass man wieder einen Gegner hat. Dass man die Bundeswehr ein bisschen aufrüsten kann und dass man mehr Gesetze durchdrücken kann. Manchmal glaube ich, da ist gar nicht so viel hinten dran, wie man immer denkt. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch täuschen, weil es ist natürlich schon so, dass man sich in Deutschland durch die Bundeswehr in Afghanistan nicht nur Freunde gemacht hat. Wobei die momentan den meisten Hass auf Deutschland haben dürften, ja eigentlich die Griechen sind. Und die regen sich gar nicht mal mehr so sehr über die Deutschen auf. Also die haben was gegen unsere Politiker, also die können das gut einschätzen. Das finde ich okay. Also das finde ich echt super von Griechen. Dass sie das einschätzen können, dass es nicht deutsche Volk ist. Das heißt, wenn wir da hinfahren und machen Urlaub, dann behandeln die uns ganz normal und sind froh, dass wir kommen. Sondern die haben nur was gegen unsere Politiker. Und das, finde ich, ist eine gute Unterscheidung. Ich glaube, da müssen wir langsam hinkommen. Wir dürfen nicht anfangen zu sagen, die Russen und die Ukrainer, sondern wir müssen, glaube ich, mal die Namen der Politiker sagen, die da die Entscheidungen fällen. Und ich weiß nicht, ob es bei euch Leute gibt oder unter euch Leute gibt, die russischsprachig sind. Ich habe auf jeden Fall gehört, und das ist gar nicht mal so abwegig, das habe ich nämlich sogar schon vermutet, ich habe nämlich gehört, dass der Putin in seinen Reden von den Tagesschau- und Heute-Nachrichten-Übersetzern so ein bisschen falsch übersetzt wird, dass es besser in unser produziertes Bild über Putin passt. Also der scheint gar nicht so brutalste Aussagen zu machen, wie wir das bei uns in den Nachrichten hören. Und das hat mir schon zu denken gegeben. Also wenn einer von euch Russisch kann und kann mir das bestätigen, das würde mich echt mal interessieren, ob das wirklich so ist oder ob ich da verarscht wurde. Aber ich glaube, es ist echt so. Also das heißt, dass die Aussagen, die dort getroffen werden in Russland, gar nicht so feindlich sind uns Europäern gegenüber. Ich glaube, die Russen, die wollen lieber mit uns Europäern zusammenarbeiten. Es wird nur irgendwie so dahingestellt, als hätten die was gegen uns. Damit wir uns auf die Seite von Amerika schlagen können, weil das sind ja unsere tollen Verbündeten. Das ist ja das friedliebendste Volk der Erde. Wobei, da geht's auch wieder los, ne? Es ist natürlich auch falsch, was ich da gerade sag. Ich habe ja gesagt, wir müssen eigentlich auf unsere Politiker schimpfen. Die Amerikaner an sich sind ja gar nicht mal so böse, wie ich das jetzt dahinstelle. Das ist die Regierung, ja. Ich meine, wenn man sich dann mal anguckt, was die alles geschafft haben, das ist hardcore. Ich meine, also, es gibt ja diesen einen Film über den einen Senator, der schön erklärt, warum Afghanistan so drauf ist, wie Afghanistan drauf ist. Da hat man nämlich Milliarden reingepumpt, um die Taliban aufzurüsten, damit die Russen aus Afghanistan rauswerfen. Und als das passiert ist, hat man denen keinen Cent mehr gegeben für den Wiederaufbau und hat die mit ihren Sachen gerade alleine gelassen. Und dann haben eben die Taliban, die waren gute Kämpfer, die waren ausgerüstet, die haben dann mal schnell Afghanistan übernommen und haben dann dort eine Schreckensherrschaft aufgebaut. Das hat die Amis alles nicht mehr interessiert. Hauptsache der Russe war raus aus Afghanistan. Und deshalb gab es ja die ganzen Probleme. Hätte man damals nämlich Geld in die Hand genommen und hätte Afghanistan wieder aufgebaut, zusammen mit amerikanischer Hilfe, wären die Amerika sehr, sehr dankbar gewesen, dass die sie sozusagen befreit hätten. Die Amerikaner sind ja gerne Befreier. Und dann wäre da die Taliban wahrscheinlich nie hochgekommen. Das ganze Terrorismusgehabe, was dann später von Afghanistan ausging, wäre wahrscheinlich gar nicht aufgekommen. Und man hätte mit dem Geld Schulen, Bildungsstätten und so weiter bauen können, hätte das Land wieder aufbauen können, hätte dort eine amerikafreundliche Politik auch gehabt, weil die natürlich sehr, sehr dankbar gewesen wären, dass die geholfen haben, die Russen zu vertreiben und das Land wieder aufzubauen. Das haben die Amis dann einfach mal, das war nicht mehr förderungswürdig. Da gibt es einen sehr schönen Film über einen Senator, der da schier verzweifelt ist im Kampf am Schluss für Kohle für den Wiederaufbau. Fand ich einen schönen Film, entspricht sogar der Wahrheit, den Senator gab es echt.
Und muss man sich mal angucken. Ich weiß nur gerade nicht, wie er heißt, der Film. Die haben da richtig viel Kohle in die Hand genommen, um die Russen aus Afghanistan zu vertreiben und hatten dann keinen Euro mehr übrig, um eine Schule zu bauen oder einen Brunnen. Das ist schon erschreckend. Und so manchmal denke ich, was uns da kommuniziert wird über die Medien, das entspricht nicht so wirklich der Realität. Deshalb, wenn einer von euch Russisch kann und hat sich mal Reden von Putin angehört, da jetzt in der Ukraine-Krise, weiß ich nicht, ist mal eine Frage an euch, könnt ihr mir bestätigen, dass das wirklich so ist? Dass der gar nicht so, also dass er gar nicht die Dinge sagt, die die Nachrichten sozusagen behaupten, die er sagen würde. Also ist das wirklich alles ein bisschen gefaked? Ich kann kein Russisch, sonst würde ich es selbst überprüfen. Aber was man nicht kann, das kann man auch nicht überprüfen. Und das ist ja das Schöne. Wie gut, dass wir nicht so gut Russisch können hier in Deutschland. Und die jungen Ostdeutschen können es auch nicht mehr. In Ostdeutschland war ja Russisch Pflicht, so wie Englisch hier in Westdeutschland, in der Schule. Aber so die Jugend von heute, die lernt natürlich auch Englisch und kein Russisch mehr. Und das ist natürlich so eine Sache, sag ich mal. Würde mich echt mal interessieren. Gut, ich will ja eigentlich keine Politik machen hier. Ist mir nur gerade so eingefallen, das Thema. Ich muss ja aber irgendwas erzählen, während ich da stumpf rumfahre und irgendwie Sachen abernte. Und es würde mich halt mal interessieren. Also wenn jemand von euch Russisch kann, könnt ihr mir es vielleicht bestätigen oder sagen, du laberst Blödsinn. Der sagt exakt das, was die Nachrichten sagen. Ich muss hier ganz offen zugeben, mein Lieblingskabarettist ist der Volker Pispers. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Gibt's viele Videos auf YouTube, müsst ihr mal eingeben. Volker Pispers über die USA ist, glaube ich, sind 3 Folgen oder so irgendwas, wo er aufklärt darüber, wie Amerika auf der Welt oder was Amerika auf der Welt fabriziert hat, wovon viele von uns gar nichts wissen, was er so ein bisschen kabarettistisch aufgearbeitet hat und was dann auch zum Schießen ist. Also sprich, da lacht man sich kaputt bei, aber es ist leider bitterer Ernst, es ist wirklich passiert. Und Volker Pispers hat das, ich glaube, auf Dreisat oder so in seiner Kabarettshow bis neulich mal erklärt, was da so alles gelaufen ist. Und es ist erschreckend. Da kann man wirklich schon fast amerikafeindlich werden, wenn man das hört. Bin ich natürlich nicht. Also wie gesagt, die Bürger von Amerika, herzensgute Menschen, ich war ja drüben. Ich habe sie ja erlebt. Ganz, ganz freundliche Leute eigentlich. Es sind die Obamas und die Bushs und wie sie alle heißen, die die Entscheidungen treffen, die am Schluss die ganze Welt gegen Amerika aufbringen. Ich glaube, die Bürger von Amerika, die wollen das gar nicht so. Es gibt ja auch viele in Amerika, die gegen irgendwelche Kriege demonstrieren oder gegen die Banken demonstrieren oder gegen den Kapitalismus demonstrieren. Hat dort natürlich nicht so die Resonanz, sage ich mal. Aufgrund der Erziehung kommt es dort eher schlecht an. Ich meine, wenn man dort zum Beispiel sagt, Kommunist, das ist die größte Beleidigung, die man einem Amerikaner gegen den Kopf werfen kann. Ich persönlich würde das gar nicht mal als Beleidigung sehen. Ich bin zwar kein Kommunist, aber ich bin auch kein Kapitalist. Sagen wir es mal so. Für mich sind das beides 2 Seiten einer Medaille, wo man sich mal die Frage stellen sollte, gibt es vielleicht eine Alternative zu dieser Medaille? Und nicht irgendwie sagen sollte, bist kein Kapitalist, musst du Kommunist sein, ist Blödsinn. Es sind beides schlechte Systeme. Und es ist beides übrigens auch tot, ja. Viele sagen ja, der Kommunismus ist tot, den gibt es nicht mehr, der Kapitalismus lebe hoch. Blödsinn, der Kapitalismus ist tot, spätestens seit der Bankenrettung. Das war nämlich eine kommunistische Aktion. Ja, man hat die Banken gerettet auf Kosten aller. Das hat schon was Kommunistisches, das ist keine kapitalistische Tat. Und hätte man das nicht gemacht, gibt es viele Banken nicht mehr und dann hätten wir auch keinen Kapitalismus mehr. Da hätte man nämlich kein Geld mehr. Da hätte man eine Staatspleite gehabt oder so irgendwas. Naja, anderes Thema.
Muss man sich mal schlau machen drüber. Gut, ich gucke gerade mal auf die Uhr. Hat wieder ewig gedauert. Wir haben heute ein bisschen was geschafft bekommen. Wir haben ein bisschen was an Silage runtergefahren. Der Rest vom Feld, den werden wir noch abernten in der nächsten Folge. Dann sind wir hoffentlich wieder zu zweit hier. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye bye. Und nehmt mir nicht krumm, da ich ein bisschen vom Thema abgewichen bin hier. Muss auch mal erzählt werden. Finde ich. Kann sein, dass mich der eine oder andere da auch wieder liegen kann. Höre ich mir gerne an. Gut, jetzt bin ich aber raus. Macht's gut. Tschüssi.